schön werden. Hallo, Feli. Was für schöne Karten. Wofür sind die? Damit lade ich alle zu meiner Pyjama-Party ein. Oh, wie toll. Ja, und ich habe sie auch schon fertig. Ich muss mich also beeilen und sie beim Fantasy-Haus und den Babys im Tal abgeben. Hallo, Feli. Was machst du mit der Schachtel? Das sind die Einladungen für meine Pyjama-Party. Ich werde alle einladen. Ach, wie toll. Kann ich dir helfen? Wenn du möchtest, kann ich die Einladungen verteilen. Ich habe gerade nichts zu tun. Wirklich? Prima. So habe ich Zeit, viele Marshmallows und andere leckere Sachen für die Feier vorzubereiten. Hier. Aber mach keine großen Umwege. Die müssen rechtzeitig ankommen, damit auch alle kommen. Ja, ich fliege schon. Bis bald. Hallo, Conny. Ich wollte dir... Was riecht hier so gut? Das? Das ist Zuckerwatte. Für zwischendurch. Möchtest du ein wenig? Sehr gerne. Moment. Ich sollte was erledigen, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich nehme ein wenig Zuckerwatte. Dann erinnere ich mich bestimmt. Och Mensch, es kommt ja niemand. Die kommen bestimmt. Die Einladungen waren sehr schön. Ja, aber es ist schon spät. Das war schön hier. Aber jetzt muss ich zurück zum Fantasyberg. Was ist das? Ich wäre fast gestolpert. Das ist die Schachtel mit den Einladungen für die Party, nicht wahr, Dreamy? Ups. Ich glaube, ich habe es vermasselt. Die waren für die Pyjama-Party von Feli. Das heißt, sie wurden nicht verteilt. Niemand wird zur Party gehen. Wir müssen etwas unternehmen, sonst wird Feli sehr traurig sein. Ich glaube, ich räume alles auf und gehe schlafen. Ist gut, aber mach dir keine Gedanken. Die anderen sind bestimmt aus irgendeinem Grund nicht gekommen. Ja, aber... Was denn um diese Zeit noch sein? Geh mal aufmachen. Ich dachte, ihr würdet nicht kommen. Was ist denn passiert? Also, ich habe vergessen, die Einladungen zu verteilen. Aber als ich es merkte, habe ich allen Babys im Tal und denen auf dem Fantasyberg Bescheid gesagt. Aha, also hat niemand meine Einladung bekommen. Klar, es scheint, als hätten Dreamy, Conny und Lala sich sehr angestrengt, damit die Pyjama-Party ein Erfolg wird. Ihr seid die Besten. Fantasy Magic Team! Lasst die Party beginnen. Ihr könnt essen, was ihr wollt. So viele Sachen und so viel Eiscreme. Ja! Hallo, Nita. Was machst du alleine in der Fantasy-Welt? Ich wollte diesen neuen Ort erkunden, weil ich lernen möchte. Lernen? Ja, bevor ich wieder in die Schule gehe, möchte ich mehr über Pflanzen erfahren. Und ich dachte, dass es in der Fantasy-Welt bestimmt unglaubliche Sachen gibt. Wow. Und das? Was ist das? Sind das Brombeeren? Ja, tatsächlich. An dieser Pflanze wachsen Brombeeren. Wie lecker. Ich möchte sie malen. Hallo, Nita. Was machst du? Möchtest du mit Tina und Yassi spielen? Jetzt? Ich lerne gerade ein wenig über die Natur. Und wofür machst du das? Damit ich mehr weiß, wenn ich wieder in die Schule gehe. Was ist eine Schule? Nita, ich glaube, dass die Babys aus der Fantasy-Welt nicht wissen, was eine Schule ist. Aber sie ist sehr wichtig, um zählen, lesen und rechnen zu lernen. Und noch viele andere Sachen. Klar, hör mal, wieso zeigst du uns nicht, wie es ist, zur Schule zu gehen?
Komm schon, es ist ganz einfach. 2 plus 7 plus 1 ergibt... 10, glaube ich. Richtig, sehr gut. Jetzt lesen wir ein wenig. Wer möchte vorlesen, was hier steht? Ich! Da steht, die Fantasy-Welt ist voller Magie. Genau, sehr gut. Was ist das? Auf geht's! Das war die Sirene, Nita. Es ist wohl Zeit, ins Tal zurückzukehren. Oh je, das ist die Glocke. Wie spät es schon ist. Ich muss los, sie suchen mich bestimmt schon. Dann schnell los! Bringst du uns morgen noch mehr bei? Natürlich! Tschüss! Nita ist toll, oder? Ja, aber es ist sehr schade, dass sie gehen muss. Hoffentlich bekommen wir hier auch eine Schule. Hallo, seid ihr bereit für die nächste Lektion? Ja! Wir lernen bestimmt ganz viel. Ja, aber zuerst habe ich etwas für euch. Ein Geschenk. Hui, ein Heft zum Zeichnen. Sicherlich könnt ihr mit dem, was Nita euch beigebracht hat, alles zeichnen, was euch einfällt. Die Wolkenrutsche, den Wasserfall oder den Aussichtsturm. Vielen Dank, Nita. Du bist die beste Lehrerin der Welt. Seht, eine Klasse mit allem, das fürs Lernen wichtig ist. Eine Tafel mit Kreide. Wie schön. Ab jetzt gehen wir jeden Tag in die Schule. Und wir lernen unglaublich viele Sachen. Guten Morgen, ihr Crybabies. Was für Abenteuer habt ihr für heute geplant? Verstecken spielen zwischen den geflügelten Häusern. Was für eine gute Idee. Habt ihr gesehen, wie die Dächer glitzern? Ja, das ist die Magie des Wasserfalls, der den Berg herunterkommt. Das ist nicht wahr, Coney. Wir wissen überhaupt nicht, woher das kommt. Ich habe etwas Komisches gefunden. Wie komisch, Nala? Ich weiß nicht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sollen wir es uns einmal ansehen? Seht, da ist es. Was hast du gefunden, Nala? Es ist ein Stein mit einem geflügelten Herz. Wie schön. Wofür der wohl gut ist? Das ist wie im Comic, den Gigi mir gegeben hat. Es ist das Zeichen, das uns zu einem Portal in die Fantasy-Welt führt. Wie? Ja, wir müssen diesen Tanz tanzen. Sucht nach dem Herz mit Flügeln. Man wird es nicht immer sehen. Klatsche dreimal, halte deine Hände an den Kopf, dann an die Hüfte, hüpfe nach vorne und dann nach hinten. Je mehr du dich bewegst, desto schneller öffnet es sich und rufe, ein Schritt nach hier, ein Schritt nach da und das Fantasy-Portal erscheint, na klar. Mir scheint, ihr habt das Portal zur Fantasy-Welt entdeckt. Habt ihr bemerkt, dass eure Pyjamas glitzern? Wow, sieh mal, Lady, deine Haare! Sie glitzern auch. Das gefällt mir total. Ich hatte recht. Deshalb glitzern die Dächer der geflügelten Häuser. Es ist die Magie. Na, sieh mal einer an. Ihr seid von einer Welt in eine andere gegangen. Ja, wir haben vor kurzem das Portal gefunden. Aber wer wohnt denn hier? Dort ist ein Haus. Lasst uns fragen. Diese Häuser sind anders. Und sie glitzern. Und ein Stuhl mit Flügeln. Und eine Trinkflasche mit Flügeln. Die Sachen gehören den Leuten, die hier wohnen. Vielleicht ist jemand zu Hause. Sollen wir mal klopfen? Ja, gute Idee. Ist wohl niemand daheim. Schade, ich wollte wissen, wem dieses schöne Haus gehört. Es gehört mir. Eine Fantasy. Es ist also wahr, es gibt sie wirklich.
Man sagt, ihr habt magische Kräfte. Können wir Freunde sein? Aber natürlich. Ich heiße Yassi. Habt ihr das gesehen? Das Haus ist durch die Fantasy-Träne von Jessie aufgegangen. Wow! Wohnst du alleine hier? Nein, das sind meine Freundinnen. Jenna, Dinner, Rosie, Feli, Dreamy, Bruni und Tina. Hallo, lasst uns alle Freundinnen sein! Ja! Und jetzt mische ich es damit. Lala, kommst du raus spielen? Hallo Dotti, hallo Hopi. Ich glaube, Lala arbeitet gerade konzentriert an etwas. Was macht sie? Einen neuen Trick? Ich lese die Anleitung, um Slime selber zu machen. Was ist das? Kann man das essen? Slime ist ein klebriger und lustiger Schleim. Stimmt's, Lala? Kann ich auch einen machen? Und ich? Wie wäre es, wenn ihr einen Wettbewerb macht, um zu schauen, wer den schönsten Slime macht? Auf die Plätze, fertig, los! Ich werde ein wenig Glitzer hinzufügen. Scheint leicht zu sein, oder? Aber ich kriege es nicht hin. Die Zeit ist vorbei. Hände weg. Wollt ihr sehen, wer den besten Slime gemacht hat? Ich präsentiere euch meinen Glitzer-Slime. Wie schön. Gut gemacht, Hopi. Sag uns, Dotti, wie ist dein Slime geworden? Meiner hat Punkte. Wie ich und Spot. Jetzt bin ich dran. Ich präsentiere euch den magischen Slime. Ist der nicht ein bisschen flüssig? Ja, anscheinend hast du die Bestandteile nicht ordentlich vermischt. Hast du dich an die Anleitung gehalten? Naja, mehr oder weniger. Vielleicht ist er nicht der schönste, aber dafür kommt jetzt ein Jongliertrick mit Slime. Oh, oh. Lala, das ist nicht nötig. Das ist ein Slime und kein Talentwettbewerb. Ich falle! Vorsicht! Alle haben sich vermischt. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Jetzt können wir nicht mehr festlegen, welcher der schönste ist. Das ist nicht so schlimm, Koni. Jetzt habt ihr einen ganz großen Slime. Stimmt, mach dir keine Sorgen, Lala. Wirklich? Ja, das war wirklich ein toller Trick. Danke. Schaut mal, so viel Slime. Oh, er ist wunderschön. Es sieht so aus, als hättet ihr alle den Slime-Wettbewerb gewonnen. Hurra! Versteckt euch gut, Crybabies, denn Kiki kommt euch zu suchen. Ha! Ich hab dich! Wie hast du mich gefunden? Ich habe eben Augen wie ein Adler. Du musst dich beim nächsten Mal also besser verstecken. Klar. Nein! Ha! Hab dich! Loretta, wenn du schreist, finden sie dich. Aber ich kann sie nicht finden.
Was ist los? Ich habe meine goldene Schleife verloren. Oh nein, die sind so schwer zu bekommen und es gibt auch nicht viele. Kommt, helft ihr beim Suchen. Gemeinsam findet ihr sie bestimmt. Wo hast du sie denn das letzte Mal gesehen? Genau hier, hinter diesem Felsen. Das war mein Versteck. Hier ist nichts. Oh nein, sie ist verschwunden. Und wenn ihr woanders sucht? Denk an all die Orte, an denen du gewesen bist. Bevor wir Verstecken gespielt haben, habe ich die Brücke überquert. Aha, na dann ist sie ganz bestimmt hier irgendwo. Ich schaue unter der Brücke nach. Vorsicht, Kiki, dass du nicht in den Fluss fällst. Mach dir keine Sorgen, ich bin eine ausgezeichnete... Kiki, wir haben jetzt keine Zeit zum Baden. Ich habe etwas auf dem Grund des Flusses gesehen. Das ist sicherlich meine Schleife. Holen wir sie raus. Tut mir leid, Loretta. Es war nur ein schleifenförmiger Stein. Ach, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Warum fragt ihr nicht eure Haustierfreunde, ob sie die Schleife gesehen haben? Ja! Eine tolle Idee. Gehen wir. Habt ihr zufällig eine goldene Schleife gesehen? Die gehört Loretta und wir können sie nicht finden. Sie sagen, dass sie von nichts wissen. Warum bittet ihr sie nicht um Hilfe? Ja, helft ihr uns, sie zu suchen? Goldener Schnuller. Wie hübsch. Wir suchen aber doch nach einer Schleife. Und Tiki hat sein Fressen gefunden. Es ist auch goldfarben. Ich werde die Schleife nie finden. Beruhige dich, Loretta. Du kannst den goldenen Schnuller behalten. Wirklich? Wie toll. Schaut mal, jetzt habt ihr alle goldene Schnuller und Schleifen. Toll, sie sind wunderschön. Ich finde sie super. Guten Morgen, Crybabies. Was macht ihr gerade? Wir suchen unsere Haustiere. Wir möchten gerne mit ihnen spielen, aber wir wissen nicht, wo sie sind. Wartet kurz, vielleicht weiß ich ja, wo sie sind. Ich glaube, sie sind beschäftigt. Klar, da der Garten ihres Hauses ein wenig unordentlich wirkt. Wollt ihr ihnen nicht helfen? Gute Idee. Flo, Lulu, Spot, wir machen das schon. Ja, lasst uns aufräumen und wir werden uns den ganzen Tag um euch kümmern. Genial. Kommt, lasst uns alles aufräumen, damit wir danach spielen können. Ja. Ich kehre hier. Das wird so richtig sauber werden. Und jetzt das Futter. Wo ist das Futter? Es ist alle. Keine Sorge, ich fahre mit meinem Auto los und kaufe Neues. Wasser auffüllen. Sehr gut, Dottie. Ich bin schon wieder da. Toll, das macht ihr super. Ja,
Ja, denn wir haben unsere Haustierfreunde sehr gern. Ich glaube, sie möchten mit euch spielen. Jetzt? Wartet ein bisschen, ich ruhe mich kurz aus und dann spielen wir. Ja, ich mich auch. So viel Arbeit hat mich müde gemacht. Du bist immer müde, Lady. Also ich werde jetzt auch langsam müde. Ich auch. Was ist los? Ich glaube, dass ihr eingeschlafen seid und nicht mit euren Haustierfreunden gespielt habt. Oh nein! Stimmt, bitte verzeiht uns. Ab jetzt werden wir uns die ganze Zeit um euch kümmern und mit euch spielen. Und so viele verschiedene Sachen. Ein Schwimmbecken und Schaukeln. Jetzt könnt ihr mit euren Haustieren spielen und euch um sie kümmern wie nie zuvor. Toll! Tretet näher, die Zaubershow beginnt. Ui, schaut euch Lala an. Sie hat sogar den goldenen Schnuller. Wirst du etwas zum Fliegen bringen? Oder ein Kaninchen aus dem Hut ziehen? Oder einen Kartentrick? Nichts dergleichen. Ich werde diesen Ball mit meiner magischen Kiste verschwinden lassen. Abracadabra! Wow, Zauberei! Wo ist der Ball hin? Naja, ich weiß es nicht. Warte, ich habe eine Idee. Abracadabra! Na sowas! Ich will auch mal! Ich auch! Brauche ich nicht mehr. Das ist überflüssig. Warte, so wird die magische Kiste doch nicht benutzt. Mach doch nichts, Lala. Ja, die Sachen verschwinden. Es ist genial. Aber es ist nicht richtig. Lala, beruhige dich. Es ist alles unter Kontrolle. Ich glaube, ich möchte einen Stuhl verschwinden lassen. Und ich einen Spiegel. Und ich hole einen. Was ist los? Lala braucht Hilfe. Was ist los mit dir, Lala? Ich komme nicht vorbei. Woher kommen all diese Sachen? Das sind die Sachen, die ihr in die magische Kiste gelegt habt. Oh. Sieht so aus, als hätten wir doch nicht alles unter Kontrolle gehabt. Tut mir leid, Lala. Kannst du uns verzeihen? Ja, kein Problem. Wir wussten ja nicht, wo das alles hinführt. Du bist die Beste, Lala. Und ein Bällchenbad. So ein Spaß. Ich liebe es zu zelten. Die
Zelte sind jetzt aufgebaut. Sollen wir jetzt etwas spielen? Ah ja, ich habe ganz vergessen. Ich habe eine Schnitzeljagd vorbereitet. Eine was? Ein Abenteuer. Ihr müsst Hinweise befolgen, um einen Schatz zu finden. Wow, ein Schatz. Na los. Schaut mal, ein Hinweis. Ui, und die goldene Schleife, die setze ich mir gleich auf. Wie hübsch. Jetzt sind wir dem Schatz ein Stückchen näher. Mal sehen. Hier ist etwas. Nanu, ein kranker Vogel? Ich mache ihn wieder gesund. Ich glaube, Dotti hat einen neuen Hinweis gefunden. Stimmt's, Dotti? Dotti, sie ist verschwunden. War sie nicht bei dir? Nein, ich dachte, sie wäre bei dir. Dotti? Dotti, wo bist du? Dotti, wir haben einen Hinweis gefunden. Sie taucht nicht auf. Ob sie sich verlaufen hat? Dotti! Dotti, was für ein Schreck. Wir dachten schon, du hättest dich verlaufen. Ach was, ich habe ein paar Vögel gefunden, die krank sind und ich muss sie verarzten. Dann helfen wir dir. Ja, wir müssen sie alle wieder gesund machen. Was macht ihr? Wir helfen den Vögeln des Waldes. Und was ist mit der Schnitzeljagd? Die habe ich ja ganz vergessen. Wir sind so müde, um die Hinweise zu suchen. Ja, wir sind den ganzen Tag herumgerannt. Naja, macht nichts. Ihr habt diesem Tier sehr geholfen. Ja, jetzt sind alle wieder gesund. Na klar, Dotti, du bist die beste Tierärztin der Welt. Danke. Schatz der Schnitzeljagd. Super! Ich hab solchen Hunger. Und so viele Spielgeräte. Danke, dass du uns zu dir eingeladen hast, Katie. Hier können wir den ganzen Tag spielen. Dein Haus ist wunderschön. Und es hat sogar einen Aufzug. Katie, das ist das beste Haus, das ich jemals gesehen habe. Ich liebe es. Außerdem habe ich euch Ostereier zum Bemalen mitgebracht. Juhu! Sie sind so schön geworden. Mein Ei gefällt mir sehr gut, aber ich werde es essen. Ich habe Hunger. Warte, Lady. Zuerst werde ich sie draußen verstecken und wir spielen Ostereiersuche, okay? So, jetzt könnt ihr die Eier suchen. Ich habe sie überall im Garten versteckt. Wie aufregend. Ich will sie alle finden. Los! Nanu? Ich habe etwas gefunden, aber es ist kein Ei. Das ist die Schale. Was ist passiert? Ich weiß nicht, aber jemand hat es gegessen. Schaut mal, hier ist eine Spur aus Eierschalen. Lady, was ist mit den Eiern passiert? Sie sind kaputt. Na ja. Oh, was ist passiert? Ich habe die Eier gesucht und plötzlich tauchte eine Gruppe Tiere aus dem Wald auf. Und? Was wollten sie? Sie haben nach Nahrung für ihre Jungen gesucht. Also habe ich ihnen die Eier geschenkt. Oh,
Oh, hier sind tatsächlich überall Spuren. Und was sollen wir jetzt essen? Wir könnten uns die Eier teilen, die übrig sind. Stimmt, ein paar haben wir noch nicht gefunden. Sicher? Das macht euch nichts aus? Natürlich nicht. Lady, du bist sehr großzügig. Du bist die Beste. Alle Eier sind wieder aufgetaucht. Und ganz viele andere Osterleckereien. Oh, aus dem Kamin kommen magische Blubberblasen. Werden wir klatschnass. Es ist besser, wenn wir im Haus bleiben, bis es aufhört zu regnen. Wenn ihr möchtet, kann ich uns Cupcakes zum Tee machen. Ja, du bist die Beste, Conny. Danke, Lala, dass du mir hilfst, die Cupcakes zu backen. Bei dir wäre die immer so lecker. So, jetzt müssen wir nur noch alles zusammenmischen und in den Ofen schieben. Super! Sobald die Cupcakes fertig sind, können wir im Wohnzimmer einen Film schauen. Oh, es hat so stark gedonnert, dass der Strom ausgefallen ist. Jetzt können wir keinen Film schauen. Und auch keine Cupcakes im Ofen backen. Was sollen wir tun? Ist hier auch der Strom ausgefallen? Ich glaube, ich habe ein bisschen Angst. Keine Sorge, Dottie. Es ist nur ein Gewitter. Oh, was für ein Schreck. Ich hoffe, der Strom kommt bald zurück. Ich glaube, habe ich auch Angst. Macht euch keine Sorgen. Ich kümmere mich darum. Schaut mal, hier oben auf dem Dachboden ist der Schalter, mit dem der Strom für das ganze Haus eingeschaltet wird. Es scheint, als würde er nicht funktionieren. Bestimmt hat ihn der Blitz zerstört. Stimmt, wie unheimlich. Ich glaube, er ist nicht kaputt. Vielleicht kommt der Strom zurück, wenn wir den Schalter umlegen. Der Schalter klemmt. Könnt ihr mir helfen? Los, wir müssen alle gleichzeitig ziehen. 1, 2 und 3. Jetzt! Toll, Nala. Du bist so mutig. Ohne euch hätte ich es nie geschafft. Ich habe keine Angst mehr vor dem Regen. Super, jetzt kann der Film losgehen. Wartet einen Moment. Die Cupcakes sind fertig. Wollt ihr welche? Begeistert. Lea, beruhige dich. Wir sind doch noch nicht fertig. Was? Oh ja, stimmt ja. Okay, ich hole dann die letzten Verzierungen aus der Kiste. Sie ist leer. Es gibt keine Verzierungen mehr. Was? Aber es gab doch ganz viele, oder? Mein Zimmer jetzt aussieht. Natürlich ist es so hübsch, weil ich die ganzen Verzierungen angebracht habe, die ich im Wohnzimmer gefunden habe. Naja, es fehlt noch ein kleines Detail. Mal sehen. So, fertig. Jetzt ist das wirklich das beste Zimmer der ganzen Welt. Juhu!
weiter zu dekorieren? Wir würden ja gerne weitermachen, aber die Verzierungen sind verschwunden. Und wir wissen nicht, wo sie sind. Weißt du etwas? Ich? Nein, keine Ahnung. Naja, wenn Lady von nichts weiß und sie im Wohnzimmer nicht sind, sollten wir am besten im Garten nachsehen. Los! Nur Bäume und Gras. Keine Spur von den Verzierungen. Ach Mensch, ich habe keine Lust mehr zu suchen. Und ich bin müde. Könnten wir ein Nickerchen machen? Aber was wird aus unserer Feier? Vielleicht sollten wir lieber etwas anderes machen. Ohne die Verzierungen ist es nicht dasselbe. Och Mann, ich habe mich so darauf gefreut, Cupcakes für alle zu backen. Na ja, Conny, mach dir keine Sorgen. Du kannst sie ein andermal backen. Ich muss euch etwas sagen. Ich habe die Verzierungen genommen. Was? Warum hast du sie genommen? Ich wollte mein Zimmer dekorieren. Und warum hast du nichts gesagt? Ich habe mich geschämt. Tut mir leid. Mach doch nichts, Lady. Wir können uns alles erzählen, weil wir Freundinnen sind. Ihr habt recht. Danke, dass ihr mich daran erinnert. Wow, das sieht wunderschön aus. Die Cupcakes sind fertig. Jetzt ist das wirklich die beste Valentinstagsfeier der Welt. Es wird bald dunkel. Seid ihr bereit? Ja, es ist wirklich ein perfekter Tag, um im Wald spazieren zu gehen. Und wir können lernen, die Vögel und Blumen, die wir sehen, zu unterscheiden. Na sowas, schaut mal, wie viele Blumen. Die sind wunderschön. Ich kenne sie alle. Das ist ein Gänseblümchen, das ist eine Rose. Und das ist eine Sonnenblume. Was ist los mit dir, Lala? Bist du erkältet? Nein, meine Nase juckt. Hallo, was macht ihr? Ich glaube, von den Blumen muss sie niesen. Oh je, geht es dir gut? Jetzt bleibe ich für immer so. Übertreib nicht. Zu Hause habe ich ein Fläschchen mit Medizin dagegen. Soll ich es dir bringen? Aber du brauchst sicher sehr lange. Oder? Ach was, mit dem Auto brauche ich nur eine Sekunde. Ich hole die Medizin und kehre blitzschnell zurück. Keine Sorge, bestimmt kommt sie gleich. Ich hoffe, sie braucht nicht mehr lange, denn Lalas Nase ist schon rot wie eine Tomate. Hier bin ich. Wenn du das trinkst, geht es dir sofort besser. Vielen Dank, Fancy. Bestimmt wird Lala wieder gesund. Gern geschehen. Wenn ihr noch etwas braucht, kann ich es mit Vollgas mit meinem Auto holen. Oh nein, es sind keine Tränen mehr im Tank. Vielen Dank, Fancy. Du hast mich geheilt. Lala, deine magische Träne hat Auto wieder in Gang gesetzt. Jetzt kannst du wieder Vollgas geben. Ich bin so glücklich und alles riecht so gut.